Hi, hier ist wieder der Lars von All About Samsung und heute gibt es von uns ein erstes Hands-on des Samsung Galaxy S7 Edge. 2014 hat Samsung in meinen Augen den ersten wichtigen Schritt in Sachen wertige Smartphones gebracht, indem man das Samsung Galaxy Alpha vorgestellt hat. Ein Metallrahmen, allerdings immer noch Kunststoff auf der Rückseite. 2015 kam dann mit dem Samsung Galaxy S6, S6 Edge und S6 Edge Plus ein richtig wertiges Smartphone auf den Markt, beziehungsweise eine ganze Familie mit einem Metallrahmen, mit einer Glasrückseite und einer Glasfront. Und dieses Design ist einfach schon so gelungen, dass Samsung es jetzt nur noch fortentwickelt hat und das Ergebnis seht ihr hier, das ist das Samsung Galaxy S7 Edge und das schauen wir uns jetzt was genauer an. Los geht's! Hier haben wir das Samsung Galaxy S7 Edge in allen vier Farbversionen. Hier haben wir also einmal eine silberne Version, das ist so ein grau-silber. Ihr seht es, das ist sehr, sehr glänzend. Es ist also wirklich die silberne Version, wie man sie auch vom Samsung Galaxy Note oder S6 Edge Plus kannte. Ihr seht es, das ist sehr hochglänzend, sieht aber sehr schick aus. Zum Design selber gucken wir uns das gleich noch an. Dann haben wir eine schwarze Version, die seht ihr hier. Die ist allerdings nicht so bläulich glänzend wie die blaue Version des Samsung Galaxy S6. Dann haben wir eine weiße Version des Samsung Galaxy S7 Edge, die seht ihr hier. Die entspricht natürlich der ganz normalen weißen Version, ihr seht es hier, sieht sehr schick aus, zum Design, wie gesagt, kommen wir gleich noch. Und dann haben wir eine goldene Version, die entspricht so ungefähr auch dem Gold, was man vom Samsung Galaxy S6 Edge Plus kennt, wobei es ist ein bisschen goldener, würde ich sagen, nicht so ganz ein silberliche wie links beim Samsung Galaxy S6 Edge Plus. So, jetzt haben wir das Gerät hier und jetzt möchten wir uns natürlich auch das Design anschauen. Dazu nehmen wir jetzt einfach mal die weiße Version, weil die am wenigsten reflektiert. Und schauen uns das Gerät einmal an. Hat ein 5,5 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2560x1440 Pixeln. Das ist also WQHD oder Quad-HD. Das Ganze ist natürlich wieder zu beiden Seiten abgerundet, wie man es eben von der Edge-Version kennt. Hat in dem Fall halt 5,5 Zoll, nicht wie beim normalen Samsung Galaxy S7 nur 5,1 Zoll. Und das macht natürlich das Samsung Galaxy S7 Edge aus, dass man eben dieses abgerundete Display hat. Ihr seht, wir haben ja auch einen besonderen Modus, da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer zu. Das ist das Always-On-Display, sieht sehr schick aus, da kommen wir gleich noch, oder Already-On. So, dann haben wir hier drunter den Home-Button, der ist, naja, ich würde sagen, ungefähr die gleiche Größe. Zum Vergleich, hier haben wir das Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Da seht ihr, der Home-Button ist ungefähr die gleiche Größe, da hat sich nichts getan, aber das Ganze wirkt deutlich runder. Wenn wir uns nämlich das Design jetzt mal im Detail angucken, dann sieht man, dass Samsung hier wirklich sehr viel Wert drauf gelegt hat, das Ganze nochmal abzurunden. Aber es ist jetzt nicht so rund gelutscht wie beim Samsung Galaxy S3, sondern es hat schon noch Kanten. Wir haben hier halt den Metallrahmen, aber wir haben hier eine Kante und auf der Oberseite haben wir hier 2,5D-Glas, wir haben hier die Edge, wir haben auf der Unterseite 2,5D-Glas und so eine ganz leichte Edge zu den Kanten hin. Das heißt, wir haben ja einfach ein insgesamt sehr, sehr, naja, ich würde sagen, es ist sehr ergonomisch, aber gleichzeitig eben nicht irgendwie zu rund gelutscht. Das macht wirklich Spaß. Zum Design auf der Unterseite seht ihr, wir haben einen Micro-USB 2.0-Anschluss. Man setzt hier also noch nicht auf Micro-USB 3.1 Type-C, leider. Wir haben einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Rechts haben wir den Lautsprecher. Das kennt man zum Vergleich einfach mal das Samsung Galaxy S6 Edge Plus daneben gehalten. Da sieht man, so groß sind die Unterschiede nicht. Auf der Unterseite ist es sogar sehr, sehr ähnlich. Aber wir haben das hier nochmal ein kleines bisschen mehr abgerundet. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Es macht wirklich Spaß. Es sieht einfach schick aus, fühlt sich in der Hand noch ein bisschen runder an, aber eben nicht zu rund. Und insgesamt ist es einfach ein sehr stimmiges Konzept. Wenn wir jetzt dem Gerät mal an der Linie entlang folgen, dann seht ihr, dass wir hier die Edge haben und dadurch einen insgesamt sehr, sehr dünnen Rahmen. Dadurch, dass es halt beidseitig jetzt so ein bisschen gewölbt ist, also auf der Rückseite und auf der Front, hat man einen insgesamt sehr dünnen Rahmen. Das macht echt optisch sehr viel her. Das wirkt einfach sehr edel. Dann haben wir hier den Power-Button, richtig schmal im Metall. Auf der Oberseite haben wir den SIM-Karten- und SD-Slot. Der ist hier tatsächlich auch dafür zu nutzen, dass man den Speicher erweitern kann. Gefällt natürlich auch, weil das war ein großer Nachteil im Fall des Samsung Galaxy S6, dass man da den Speicher nicht erweitern konnte. Dann haben wir hier ein kleines Mikrofon. Hier natürlich die Kunststoffunterbrecher, damit man keinen faradayschen Käfig schafft. Und auf der linken Seite die Power-Buttons. Die sitzen richtig satt und fest im Metall. Gefällt mir gut und vor allen Dingen ist es sehr, sehr edel. Also Samsung hat hier wirklich Wert drauf gelegt, das Ganze auf ein richtig edles, ja, Niveau zu bringen.
Eine weitere Besonderheit ist, dass Samsung dem Galaxy S7 Edge tatsächlich eine IP68-Zertifizierung spendiert hat. Obwohl das Gehäuse gerade mal 7,7 mm dünn und 156 Gramm schwer ist, hat man das Gerät tatsächlich wasser- und staubdicht gemacht. Also obwohl man hier einen Metall-Body hat, also einen Metallrahmen, eine Glasrückseite und das ganze Gerät auch noch kabellos zu laden ist, kann man es tatsächlich kurzzeitig ins Wasser packen. Natürlich sollte man es nicht übertreiben, vielleicht nicht metertief ins Wasser packen und auch nicht 10 Tage lang, aber es ist auf jeden Fall IP68 damit staub- und wasserdicht und das ist auf jeden Fall eine große Hausnummer. Der einzige Punkt, wo man es vielleicht ein bisschen sehen kann, ist tatsächlich auf der Unterseite der Micro-USB 2.0 Anschluss und der 3,5 mm Klinkenstecker. Die haben eine leicht dickere Kunststoffumrandung innen drin, würde ich sagen, aber dafür braucht man eben keine nervigen Klappen oder so, um das ganze Gerät wasserdicht zu machen. Auf der Rückseite, da fällt auf, dass Samsung hier auch wieder auf Glas setzt. Das kennt man ja so schon vom Samsung Galaxy S6. Ist ja auch wieder Glas, wirkt wieder edel. Wir haben ja auch wieder das Logo unterhalb von der Glasoberfläche, so sieht man das. Wir haben rechts neben der Kamera einerseits wieder den Pulsmesser und die ganze Sensorik und natürlich die Foto-LED. Und die Kamera selber, die hat 12 Megapixel und da kommen gleich mehrere Besonderheiten ins Spiel. Zum einen eine Offenblende von f1.7, das heißt, es kommt relativ viel Licht auf den Sensor, 25% mehr, als es im Fall des Samsung Galaxy S6 der Fall war. Da hatte man eine Offenblende von f1.9 und wir haben größere Pixel. Die sind nämlich hier 1,46 Mikrometer oder Millimeter groß. Das ist 56% größere Pixel, als es im Fall des Samsung Galaxy S6 waren. Und damit fällt insgesamt 95% mehr Licht auf den Sensor. Dazu haben wir eine optische Bildstabilisierung, also so kleine Linsen, die vor dem Sensor hängen und eben kleinste Vibrationen ausgleichen. Das heißt, wir haben eine Kameraqualität, gerade im Lowlight-Bereich ist es herausragend. Man hat hier nur in Anführungsstrichen 12 Megapixel, aber die sind einfach herausragend, auch im Lowlight-Bereich. Und was interessant ist, ist, Samsung hat hier quasi einen 12-Megapixel-Sensor, der aber zwei Ebenen hat, um es so auszudrücken. Und die zweite Ebene wird komplett für den Phasendetection-Autofokus genutzt. Das heißt, man hat den 100%igen Phasendetection-Autofokus, der extrem schnell auch bei schlechten Lichtverhältnissen fokussiert. Das ist einfach herausragend, wenn man das mal sieht. Das funktioniert sehr, sehr schnell und sehr gut. Wenn wir jetzt das Gerät uns mal angucken, dann sehen wir, dass wir hier ganz normal Samsungs TouchWiz User Interface haben. Android haben wir hier in der Version 6.01, also mit die neueste Android-Iteration. Da kann man nicht meckern. Ja, also wir haben hier also Android Marshmallow drauf, da braucht man sich nicht beschweren. Das Interface selber, ihr seht es, das läuft alles flüssig gut, das sollte man hier auch erwarten. Wir haben hier nämlich unter der Haube ein Exynos 8890 SoC. Das ist ein Octa-Core mit vier sehr potenten Kernen, beziehungsweise ist so eine Eigenkreation und nochmal vier energieeffizienteren Kernen. Wir haben 4 GB Arbeitsspeicher, wir haben einen 3600 mAh starken Akku in diesem sehr dünnen Gehäuse und trotzdem ist hier auch Wireless Charging integriert. Das heißt, auch hier könnt ihr wieder tatsächlich das ganze Gerät kabellos laden, wie es auch vom Samsung Galaxy S6 zum Beispiel kennt. Also auch da hat Samsung wieder das Ganze integriert. Es ist schon wirklich schön, was man hier alles mit eingebaut hat. Wenn wir uns das Kamerafeldinterface jetzt mal angucken, dann seht ihr, es funktioniert ja alles sehr schnell. Das schaue ich mir in einem anderen Video noch ein bisschen genauer an. Alles funktioniert, das kennt man hier alles schon, das sind die bekannten Modi, auch im Pro-Mode und so weiter, da sind jetzt nicht die großen Überraschungen. Wenn wir über den Lowlight-Bereich von den Kameras reden, dann haben wir hier links einen Samsung Galaxy S6 Edge Plus und rechts ein normales Samsung Galaxy S7 Edge. Und ihr seht erstmal den Größenunterschied von, aber ihr seht auch an den Kameras, ist ein Unterschied. Wait a second, please. Und zwar, wenn ich da jetzt mal reinzoome, dann sieht man, dass ihr links ein relativ krasses Körn im Display habt. Das liegt einfach daran, dass ihr hier drin relativ schlechte Lichtbedingungen haben innerhalb dieser Box. Rechts auf dem Samsung Galaxy S7 Edge ist das schon nicht mehr der Fall. Und was auch sehr interessant ist, wir haben halt diesen neuen 12-Megapixel-Sensor und der hat einen extra Autofokus oder Autophasendetektor. Und wenn wir das jetzt mal machen, dann klappt hier ein kleines Bild hoch und ihr seht, links muss der jetzt erst nachregeln, rechts ist es sofort da beim Samsung Galaxy S7 Edge. Der Autofokus ist sofort da und das sogar bei sehr schlechten Lichtbedingungen, die hier innerhalb dieser Box herrschen. Also der Autofokus ist wirklich der Wahnsinn, wie schnell der funktioniert. Can you please show it again? Also wenn man es hier sieht, das klappt jetzt hier hoch. Und in dem Moment, wo das hochklappt, seht ihr, links muss ich jetzt einmal kurz nachfragen, rechts ist es sofort da, keinerlei Delay, das funktioniert sofort. Es ist wirklich beeindruckend, was die Kamera hier macht und auch wenn man es wieder wegklappt, hier ist es nicht irgendwie sofort da, sondern es wird erst einmal noch nachfokussiert. Rechts beim Samsung Galaxy S7 Edge ist es sofort da, es funktioniert einfach extrem schnell. Also man hat hier einfach den Vorteil von der f1.7 Offenblende und eben diesem 12-Megapixel-Sensor mit den großen Pixeln und eben diesem Dual-Layer-System für den Autofocus-Detection, dass man hier keinerlei Verzögerungen hat. Das ist schon wirklich
echt beeindruckend. Und ihr seht es hier auch schon in der Vorschau, man hat ja einfach eine ganz andere Bildqualität. Aber wenn ich da jetzt mal ganz nah dran gehe, dann seht ihr hier links beim Galaxy S6 Edge Plus, dann seht ihr hier so ein kleines Grieseln drin. Das liegt eben an dem Lowlight-Bereich. Und rechts beim Samsung Galaxy S7 Edge, da seht ihr, habt ihr dieses Problem nicht. Das ist einfach sofort scharf und überhaupt nicht am Grieseln. Man hat hier einfach ein scharfes Bild ohne Grieseln mit drin, weil der Sensor 95% mehr Licht auffängt, als es beim Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Jetzt zu dem Always-On-Display. Es ist halt ein OLED-Display. OLED ist ja dadurch kennzeichnet, dass nur die einzelnen Pixel angeleuchtet werden, deswegen ist es prinzipiell schon mal weniger stromhungrig, als es bei einem LCD der Fall wäre. Wenn ich das Display jetzt mal ausschalte, dann seht ihr, komplett ausgeschaltet, kann ich das Ganze über so einen Double-Tap aktivieren. Dann habe ich hier diese Übersicht und wenn ich das jetzt nochmal Double-Tappe quasi, dann passiert nichts. Aber wenn ich dann jetzt auf On tippe, dann passiert das Ganze, dass ich eben ganz normal im Homescreen bin und dann kann ich das Ganze wieder wischen. Ich könnte natürlich auch den Fingerprint-Sensor nutzen. Der befindet sich wieder, wie man es auch beim Samsung Galaxy S6 kennt, wenn ich hier in die Security Settings gehe, dann seht ihr, dass ich hier auch wieder ganz normal Fingerprints reinlegen kann, wie man es auch beim Samsung Galaxy S6 kennt. Ja, also hier könnte ich jetzt ganz normal dann durchswipen, Fingerprint Security muss ich dann einsetzen und dann könnte ich hier jetzt Fingerprints hinzufügen. Kann ich hier jetzt natürlich nicht machen, weil ansonsten ist das Testgerät hier gesperrt. Also auch das ist hier wieder ganz normal möglich. Aber ich habe eben diesen Always-On Lockscreen, das seht ihr hier. Der ist entweder so oder eben, wenn ich da so doppelt drauf tippe, dann kann der so dauerhaft an sein und braucht da nicht viel Strom. Einfach, weil es ein OLED-Display ist. Und was ich hier mit diesem Display machen kann, das kann man dann einstellen. Also wenn ich hier jetzt in die Settings gehe, dann kann ich hier unter Display ganz normal sagen, dass ich in dem Always-On-Display das Ganze gucken möchte, also was ich mal zeigen möchte. Möchte ich die Uhr zeigen? Wie soll die Uhr sein? So möchte ich ein Display zeigen? Und so weiter und so fort. Also auch das lässt sich sehr, sehr genau einstellen. Gefällt mir persönlich ganz gut, weil bei OLED hat man einfach den Vorteil, dass, wenn es dauerhaft eingeschaltet ist, es nicht so stromhungrig ist. Und dann hat man hier natürlich ein schickes Display, was dadurch dann auch permanent irgendwelche Optionen oder Informationen zeigen kann. Das ist insofern interessant, als dass Samsung sagt, dass man im Schnitt am Tag 58 Mal das Gerät einschaltet und da drauf guckt. Das braucht natürlich relativ viel Energie. Wenn man dann so ein Always-On-Display hier aktiviert hat, dann hat man den Vorteil, dass man es nicht immer einschaltet und so rum wieder Strom spart, den man vielleicht in geringem Maße für das Always-On-Display dann auch tatsächlich benutzt. Wenn wir hier schon bei besonderen Funktionen sind, dann sieht man hier im Game-Launcher, im App-Launcher auch den Game-Launcher. Der Game-Launcher, das ist eine Besonderheit, die man hier hat. Wir haben hier nämlich alle Spiele, die auf dem Samsung Galaxy S7 oder Galaxy S7 Edge installiert werden, die werden hier in dem Game-Launcher abgelegt. Und dann kann ich die entweder hier drüber starten, ich kann hier aber auch dafür bestimmte Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel kann ich Power Save einstellen. Also entweder alles funktioniert ganz normal, ne, hohe Framerate und so weiter. Das ist natürlich relativ intensiv, leistungshungrig und energiehungrig. Und da geht der Akku-Drain, also die Energieverbrauch ist dann natürlich hoch. Das möchte man nicht und insofern kann man auch auf Safe Power gehen. Dann wird die Framerate von den Spielen auf die Hälfte gesenkt und die Auflösung wird auch gesenkt. Und Samsung sagt selber, dass man darüber so um die 10% Strom sparen kann. Im Safe Maximum Power Mode kann man tatsächlich um die 15% sparen. Ist natürlich super, dann kann man länger spielen. Wobei bei einem 3600 mAh Akku zusammen mit LPDDR4 Arbeitsspeicher, 4 GB und eben dem Exynos 8890 SoC hat man einfach so eine potente Hardware, die aber gleichzeitig relativ energieeffizient sein kann, dass ich da eigentlich keine Sorgen mache. Also in Sachen Akku sollte das Ganze extrem lange durchhalten und wenn, dann kann ich hier halt in Spielen auch noch dafür sorgen, dass es eben noch ein bisschen länger durchhält. Ich kann auch dafür sorgen, dass ich in Spielen nicht gestört werde. Dann kann ich einfach draufklicken und sagen, dass ich hier No Alerts During Game, also keine Benachrichtigungen während des Spiels haben möchte und dann werde ich nicht mehr gestört. Ich kann vor allem auch Game Tools aktivieren. Game Tools, das zeige ich euch jetzt ganz kurz. Und zwar kann man mit diesen Game Tools in einem Spiel, wie zum Beispiel hier Clash of Clans ist es, glaube ich, ein kleines Menü aufrufen, wie man es auch beim Galaxy Note 5 für den S-Pen kannte. Und mit diesem Menü kann man im Spiel zum Beispiel deaktivieren, dass man irgendwelche Knöpfe drückt, was zum Beispiel bei dem Multitasking-Button sehr, sehr nervig sein kann. Oder ich kann das Spiel verkleinern, wenn das Spiel beispielsweise sehr lange immer die gleiche Aufgabe hat und so weiter und so fort. Und das kann ich im Spiel machen und insofern mein Spielerlebnis deutlich optimieren. Samsung hat einen ganz großen Fokus eben auf Spiele gelegt, weil hier eben so viel Leistung ist und man eben auch diese Wasserkühlung hat.
kennzeichnend für das Samsung Galaxy S7 Edge ist natürlich mal wieder die Edge. Klar, ohne Edge wäre das Edge nicht Edge oder so. Und wie man es vom Samsung Galaxy S6 kennt und vom Samsung Galaxy S6 Edge kennt, verbirgt sich hier hinter diesem Punkt die ganzen Edge-Funktionen. In diesem Fall ist es einmal die Apps Edge. Da seht ihr zwei Reihen von Apps. Das ist jetzt eine Reihe mehr. Dadurch hat man ein breiteres Display letztendlich mit den ganzen Zusatzfunktionen der Edge. Außerdem habe ich hier dann die People Edge. Da kann ich Kontakte reinlegen. Ich habe die Task Edge. Da kann ich dann auch bestimmte Aufgaben mir letztendlich zusammen bestellen und reinlegen. Ich habe Yahoo News, also das heißt, da kann ich dann durchscrollen und irgendwelche Neuigkeiten anzeigen. Und ich habe Edge Panels, da kann ich dann sagen, was ich haben möchte. Beispielsweise kann ich sagen, ich möchte hier vielleicht noch bestimmte Apps mit drin haben und so weiter und so fort. Ich kann aber zum Beispiel hier einen Kompass setzen und wenn ich dann zurückgehe und dann durch diese Edge Panels durchwische, dann seht ihr, hier habe ich jetzt auch einen Kompass drin und ja, jetzt muss ich den erst kalibrieren. Ich habe den gerade erst eingerichtet, ja, aber wenn ich das jetzt fertig habe, wenn ich da also einmal so eine 8 mache, so, dann seht ihr, jetzt habe ich den Kompass kalibriert und der funktioniert jetzt. Das heißt, hier, es wird tatsächlich in der Praxis nicht so häufig genutzt werden müssen, aber ich habe hier jetzt einen relativ genauen Kompass drin, der relativ einfach zugänglich ist. Und gerade im Outdoor-Bereich oder so könnte ich mir vorstellen, dass das für irgendwen nützlich ist. Ich glaube, in der Praxis ist es für die meisten Leute eher eine Spielerei. Das war also unser erstes Hands-on des Samsung Galaxy S7 Edge. Ich bin wirklich begeistert davon. Die Kamera hat mich einfach umgehauen. Sie ist extrem gut in Sachen Lowlight. Wir haben 95% mehr Licht auf dem Sensor. Das heißt, gerade in dunklen Bedingungen hat man einfach einen unglaublich schnellen Autofokus. Das ist beeindruckend. Auf dem Display hat man keinerlei Grisel mehr. Die Bildqualität durften wir noch nicht final testen. Das sind halt noch Vorseriengeräte. Aber es ist einfach beeindruckend, was man hier in Sachen Kamera schon gemacht hat mit der Offenblende. Und sie steht nicht mehr so weit raus aus dem Gehäuse. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Apropos Gehäuse. Ja, wir haben hier nur eine Evolution. Es ist keine Revolution. Natürlich, wenn man das so vergleicht, dann tut sich zwischen dem S6 Edge Plus und dem Samsung Galaxy S7 Edge nicht so viel. Allerdings muss ich sagen, mit dem S6 Edge und S6 Edge Plus hat man einfach ein sehr schönes Design auf die Beine gestellt, was man jetzt auch nicht mehr komplett neu erfinden musste. Wir haben ja eine Evolution, aber die in einem Maße, was mir sehr gut gefällt. Wir haben ein wunderschönes Display, was sehr gut in den Händen liegt. Es ist auf der Rückseite abgerundet, es ist auf der Front abgerundet und damit liegt es einfach unglaublich angenehm in der Hand. Es macht wirklich Spaß. Wir haben eine Menge Power, wir haben 3600 mAh Akku, das heißt, in Sachen Akku braucht man sich keine Sorgen machen. Wir haben wieder Wireless Charging integriert und wir haben halt wirklich so besondere Features wie eine Wasserkühlung für den Prozessor, was dafür sorgt, dass es auch beim Spielen ein kühles Gerät bleibt und wir eine Menge Power einfach abrufen können, ohne dass das Gerät warm wird und bei Spielen irgendwie gedrosselt wird. Wir haben auch coole Features wie das Display und also ich bin wirklich begeistert vom Samsung Galaxy S7 Edge. Ich hoffe, das Hands-on hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen dazu habt, ab damit in die Kommentare. Ansonsten kommen hier aus Barcelona noch eine ganze Menge andere Hands-on-Videos. Insofern lohnt sich ein Abonnement hier vom YouTube-Kanal. Ich bin der Lars von All About Samsung und wir sehen uns ansonsten im nächsten Video. Ciao!